Also ich finde tatsächlich den Talent 2, den kann man machen. Den gibt es halt auch in Train Simulator. Train Simulator 2 und 3. Guten Morgen, Lokführer. Bitte rüsten Sie den Führerstand auf und lassen Sie die Fahrgäste hier in Leipzig einsteigen. Und damit willkommen zu einem neuen Video von Lake im LOL. Wir fahren eine Runde Train Simulator. Das Problem war halt, meine Tastatur hat nicht funktioniert. Und ihr könnt dreimal raten, warum denn nicht. Der Grund war, die war nicht angeschlossen. Ich habe zu wenige Stecker. Ich habe zwar so einen Mehrfachstecker an meinem P Notebook und muss ich halt jetzt tauschen, weil ich so viel daran angeschlossen habe, Festplatten und so weiter. Und da musste ich mal vom Controller das Ding abstecken und ja. Und dann tau und erstmal habe ich meine Tastatur abgesteckt. So, wir können schon mal die Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, habe ich die erstmal abgesteckt und das der Grund war, dass oh, sagt's mir, also ich habe erstmal habe ich brauchte ich meine Tastatur nicht für den Microsoft Flight Simulator, weil ich da zocken wollte und jetzt brauche ich die Tastatur halt wieder und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Train Sim World und der Microsoft Flight Simulator und Train Simulator nicht da funktionieren. Das war der Grund. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert's. Wir sind hier hinten geht's offen. Ah ja, so sieht Dresden von oben aus. Das ist wohl unten. Komm schon, ich bin nach unten. Hier gibt's noch so. Nee, doch nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir können wieder rein. Und wir lassen die Fahrgäste noch weiterhin einsteigen. Währenddessen können wir auf der Taste. Irgendwo konnte man noch frei fliegen. Im Train Simulator war es die 9. Nee, war es die 8. Hallo? Ah ja, jetzt. Also wir sind hier. Ich glaube, hier irgendwo ist der Dresden. Genau, hier geht's rein. Den kennen wir doch schon aus dem Train Simulator. Und hier kann man dann runter. Zum Nächster Halt, Leipzig Markt. So, hier kann man dann runter zu den Unterbahnen steigen und hier nebendran gibt es dann nichts. So, wir steigen ein, lösen die Bremse und ich würde mal sagen, fahren ab. Funktioniert auch einwandfrei. Meine Güte, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat nicht funktioniert. Übrigens, ich habe vor, also Train Simulator habe ich mir wegen einem YouTuber gekauft. Ich dachte, das sei grafisch ein bisschen besser, aber er hat so eine, ja, ich gehe jetzt rein, so eine Renderungssoftware genommen und ja, es war nicht ganz umsonst. Es gibt hier viele, viele schöne Add-ons und Szenarien und ich habe auch schon die Strecke. Berlin Linie 25, die wir nicht fahren werden, weil ich nicht weiß, wie die alte Dings funktioniert. So, wir müssen hier halten. Wir sind ja eine S-Bahn. Oh, nee, 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 noch ein bisschen weiter. Also ganz interessant finde ich auch die Talent 2 Züge. Dass wir hier rumfahren, finde ich auf jeden Fall eine bessere Wahl als in Dresden die DOS Doppelstock. Komm, brems. So, stellen wir mal auf 30%. So, mit T könnten wir theoretisch die Türen öffnen, aber ja.
Ich spiele das auch hier lieber damit, weil ich finde es halt angenehmer. Wie konnte man noch mal frei fliegen? Auf jeden Fall sieht das dementsprechend hier so von oben aus. Jetzt können wir mal hier so. Irgendwo konnte man hier einstimmen. Ach, egal. Die Leute sind schon bald eingestiegen. Leider kann ich mich hier. Nächste Haltestelle: Leipzig, Wilhelm Leuschener Platz. Wisst ihr, was ich mich frage? Wieso benennt man bei der S-Bahn die Haltestellen genau nach der Stadt? Jeder weiß, dass die S-Bahn in der Stadt ist. Also, ja, wundert mich nur ein bisschen. So, Abfahrt. Weil in Berlin ist es ja so, heißt es einfach nur Potsdamer Platz. Ostkreuz. Hauptbahnhof. Bornholmer Straße und nicht Berlin-Bornholmer Straße. Und dann halt die Außenbezirke heißen dann, sind wir schon fast da. Ich lasse den lieber mal rollen, weil da hinten. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Szenarien aufnehmen. Das ist jetzt hier nur so ein kleines Szenario. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bahnhöfe hier in Dresden. Es gibt auf jeden Fall auch sehr viel Rollmaterial und sehr viel. Ich freue mich schon. So, hier, jetzt bremst. Ich freue mich schon auf mehrere Add-ons. Ich habe vor mir Berlin Leipzig zu kaufen. Nee, Berlin. Irgendwas mit Berlin auf jeden Fall. Weil minimale Bremse reicht vollkommen aus. Und wozu haben wir hier eine Lokbremse? Wir sind doch ein ganzer Zug. So. Ah ja, haben noch ein bisschen. Nächster Halt Leipzig bei. Okay, ich muss jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube, die Buchstaben der deutschen Sprache, wie heißt das? Nein. Ich weiß nur Kyrillisch, aber die. Wie heißt, egal. Ich glaube, diese Buchstabenart ist euch geläufig. Und ich muss euch nicht jedes Mal was vorlesen. So. Oh, wir fahren zu schnell. Und das ist hier ganz wichtig, weil ich ganz genau weiß, irgendwann kommt eine Ampel. So eine Haltestelle, nicht Ampel, sorry, so eine Haltestelle. Und dann brettern wir da durch wie sonst was. Unser Kollege. Wackelt hier ganz schön. So. Was ist das? Ah, hier kann man den Führerstand wechseln. Hat eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Das werde ich dann direkt nach dem Szenario in Berlin austesten, weil es ja diese KI-S-Bahn gibt, die aber nicht fahrbar ist ohne eine Lok. So, seid da alle eingestiegen? Wahrscheinlich nicht. So, die S-Bahn. Also normalerweise sind S-Bahnen, glaube ich. Ich kenne diese Station, glaube ich. Warte, ich würde gern frei fliegen. Geht das? Nee, geht nicht. Hier, guckt mal, diese Leipzig MDR. Was heißt das? Egal. Irgendwo nach Leipzig. Hier, diese Streben kenne ich hier, die da oben sind. Die habe ich mal in einem Video gesehen. Da habe ich mir eine Doku über die S-Bahn Leipzig angeschaut. Vor allem das Tolle ist halt,
Man kann einfach im Gegensatz zur S-Bahn Berlin, kann man ja einfach jedes Fahrzeug einsetzen. Oh ja. Meine Güte. Zufrieden. Ich kann sogar noch. Ja. So sieht das Ding von außen aus. Brauchen wir aber jetzt nicht. Ich glaube, dieses Add-on gibt es auch in TSW. Also das ist hier alles Standard-Content. Ich habe Standard. Oh. So rollen. Das ist ja alles Standard. Oh, wir müssen ja abbremsen. Muss eine Notbremsung sein. Aber dieses Ding ist wirklich winzig. Das ist nur dreiteilig. Rollen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das hier, ob mir das bekannt vorkommt. Nein, eigentlich nicht. Also in echt nicht, aber ich habe mal ein Video gesehen von, wie heißt das? Halt einer der ersten Add-ons von Train Simulator 2, die von hier, also genau diese Strecke gibt es wahrscheinlich. Egal. So, eine Viertelewigkeit. Eine Viertelewigkeit später. Das ist hinten, das ist vorne. Alter. Ich weiß nicht, wie man die freie Kamera einstellen kann. Nächster halt Leipzig. Ach, wie gesagt, ihr könnt ja selber lesen. Und übrigens steht das auch hier. Ist ein bisschen lang. Aber ihr könnt das ja auch hier unten lesen. So. Dieser Simulator ist schon relativ alt. Also im Gegen. Ja. Bremst runter. Nee, wie war's? S. Wie war Screenshot? Wie war Screenshot? Ich glaube Steuerung S. Genau. Kann ich hier nämlich wunderbar ein Foto machen. So. So, für Thumbnail. Oh, ich dachte schon, hier kommt der Bahnsteig. Aber langsam müsste er kommen, oder? Ne, noch 1, also ich finde tatsächlich den Talent 2, den kann man machen. Den gibt es halt auch in Train Simulator. Train Simulator 2 und 3. Wir müssen ja abbremsen. Sehr stark sogar. Ja, ist mir egal. Ich krieg sogar Minuspunkte, wenn ich zu spät bei einer Haltestelle bin. So cool wäre noch, wenn ich hier eine freie Kamera hätte, aber wir können diese Kamera hier nehmen. Warte. Das bin ich. Ja. Nächster Halt, Leipzig, Störlitz. Wie lange geht die Aufnahme schon?
Einfach. Scheiße, jetzt seht ihr mein Dingsbild. Hallo. Aus reinem Interesse. Ja. Oh, hier schön. Ein Güterzug. Weiß jetzt nicht, welche Baureihenbezeichnung. Tut mir leid. Ich kenne mich zwar. Ja. Also, Talent 2 war ja, glaube ich. Keine Ahnung. Vielleicht die 200. Neuen Dings. Noch mal ein Güterzug. Und wieso müssen wir denn hier nur 30 fahren? Ja, okay, wegen. Ich schätze mal, hier ist dann der Endbahnhof. Rollen tun wir mal. Egal. Warum denn diese Minuspunkte? Ich fahre hier nur. Hey, es sind 40 erlaubt. Oh, ja, aber ich sollte mal direkt. Aussteigen, bitte. Diese Fahrt endet hier. Und damit würde ich sagen, das war schon eine kurze Folge. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ja, wir warten noch, bis alle ausgestiegen sind. Kann noch eine Weile dauern. Währenddessen schauen wir uns den Zug an. Also freie Kamera gibt es hier offensichtlich nicht. So sieht es im Innenraum aus. Das ist hier die. Ich kann jetzt auch gerne hier abrüsten. Mit dem da. Und kann dann hier auch. Den Führerstand wechseln, rein theoretisch. So, und kann dann hier jetzt wieder zurückfahren. Das, was wir selbstverständlich nicht machen werden. Ja, der braucht ein bisschen, darum machen wir hier die zwei weißen Spitzenlichter und haben das Fahrzeug dementsprechend dann auch wieder aufgerüstet und könnten jetzt theoretisch weiterfahren. Praktisch machen wir es nicht. Oh, eine Sache haben wir vergessen. Hier auf neutral stellen. So. Und hier dann. Gut gemacht, Zugführer. Das war eine gute Fahrt. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss. Läkim lol.